Abenteuer Lappland. Präsentiert von Contiki Reisen, einem Spezialist für Erlebnisse im Norden. Contiki.ch. Fünf Tage, 200 Kilometer, bis minus 20 Grad. Mit dem Husky-Gespann quer durch die Wildnis Lapplands. Vier Frauen und ein Mann erfüllen sich einen Traum. »20 Stunden Dunkelheit am Tag. Eine Reise, die sie an ihre Grenzen bringt, aber auch ihr Leben verändern wird.« Es ist schon eine so eine grosse Bereicherung, dass das, ja, das ist prägend. Das ist etwas vom Besten, was ich gemacht habe bis jetzt in meinem Leben. Wirklich. Es ist schwierig zu beschreiben, warum und was. Es ist einfach alles perfekt und tut mir so gut. Und es ist genau das, was ich gebraucht habe. Es ist eigentlich wahnsinnig, innerhalb von vier Tagen so eine Verbindung zu erleben. Fünf Tage zuvor. Das Abenteuer startet 100 Kilometer nördlich des Polarkreises auf der Husky Ranch von Juho Ylipiessa. Im finnischen Kurtako. Es ist Anfang Dezember 2019. Gemeinsam mit seiner Frau Hannah betreut Juho hier 29 Alaskan Huskies. Hannah wird in den nächsten Tagen auf die Ranch aufpassen müssen. Ihr Mann Juho wird mit den Schweizer Abenteurern unterwegs sein. Well. Die Bedingungen auf den Trails sind gut. Ich meine, ich würde es lieber ein bisschen kälter haben. Aber ich bin zufrieden, dass die Seen gefroren sind. Die Eis- oder Schneeschicht ist immerhin 40 cm dick. Die Trails sind wirklich gut. Das ist nicht selbstverständlich für diese Jahreszeit. Juho und Hannah haben seit 2009 Schlittenhunde. Juho fährt 2 bis 3 Langstreckenrennen pro Winter mit ihnen. Doch meistens ist er in dieser Jahreszeit mit Touristen unterwegs. 5-tägige Touren sind aber eher selten. Die Schweizer Gruppe ist unterdessen in der Dunkelheit Lapplands angekommen. Die 4 Frauen und ein Mann haben sich bis jetzt nicht gekannt. Eine HR-Managerin, eine Physiotherapeutin, eine Software-Test-Managerin, der Brunnenmeister aus Giswil und eine Psychologin und Mutter von 3 kleinen Kindern. Sie haben sich auf einen Aufruf von SRF Doc gemeldet. Was sie verbindet? Der Wunsch, für 5 Tage aus ihrem Alltag auszubrechen. Und die Liebe zu Hunden und zur Natur Lapplands. Bevor es losgeht, eine letzte Nacht in einem warmen Bett in Ylläsjärvi. Am nächsten Tag, statt Schnee und Minustemperaturen, Regen. Heute sollte die Tour beginnen. Juho hat alles vorbereitet. Oh, wow. Good morning. Morning. Good morning. Ihr seid also meine Gruppe. Hallo. Hi. Hi. Hi, I'm Juho. Hi, nice Barbara. To meet you. Nice to meet you. Silvia. Juho, nice to meet you. Juho. Armin. Juho, nice to meet you. Hello, Martina. Juho. Nice to meet you. Welcome to Husky Ranch. Willkommen auf der Husky Ranch. Ich wünschte, wir hätten besseres Wetter. Ich weiß, ihr wollt die Hunde treffen. Aber zuerst werden wir euch bessere Kleider besorgen. Und dann werfen wir einen Blick auf die Karte, wo wir in den nächsten 5 Tagen unterwegs sein werden. Gehen wir rein, der Regen ist schrecklich. Habt ihr sowas schon gemacht? Wie viel Erfahrung habt ihr? Keine Erfahrung. Keine Erfahrung. Halbtagestouren. Okay, die schönen, die einfachen.
Die mache ich normalerweise auch. Tagestouren. Eine einstündige Tour. Okay, also wenigstens ein bisschen Erfahrung. Das Ganze ist einfach. Wenn ihr Hunde liebt und die Natur, dann ist das schon mal ein guter Start. Denkt daran, wir werden weit fahren. Deshalb müssen wir als Team zusammenbleiben. Du darfst das Team nicht verlieren. Punkt. Wir fahren zuerst 5 Kilometer durch Wald. Dann kommen wir in dieses große Naturreservat, das größte Sumpfgebiet Europas. Der größte Sumpf. Korrekt? Ja. Die Tour beginnt 100 Kilometer nördlich des Polarkreises in Finnland. Von Kurtako führt sie am ersten Tag 35 Kilometer durch das größte Sumpfgebiet Europas in die Wälder Lapplands. Am zweiten Tag folgen 46 Kilometer. Am dritten Tag weitere 38 Kilometer mit dem steilen Anstieg auf den Alistunturi. Und am vierten Tag folgt die Königsetappe mit über 50 Kilometern den gleichen Weg zurück. Bevor es am fünften Tag wieder zur Ranch geht. Inzwischen hat es aufgehört zu regnen. Die Teilnehmer lernen ihre Hunde kennen. Go and see the dogs. Yes! Yes! That's the best part for us, you know. They're all friendly and nice. Alle sind nett. Ihr könnt überall hingehen. Keiner beißt. And Eto is yours as well. Das wird dein Hund sein, Silvia. Er wird direkt vor dem Schlitten laufen. Er ist stark. Mayday wird in der Mitte sein. Das ist die Mutter von Mayday. Die schwarze Irni. Ich werde sie nicht ins erste Team nehmen, sondern irgendwo in der Mitte. Sie wollen nur noch los. Das ist für sie ein Zeichen zum Aufbruch. Wenn Leute in dieser Kleidung hier stehen. Mayday! Ja, sie lassen schon von Namen. Mayday ist erst einjährig und war noch nie auf einer so langen Tour. White Sox, könntest du auch heissen. Armin! Ach, das ist das auch einer, den du vielleicht wirst haben? Das ist der Balak, da, der Schwert. Du, you are the Monster! Der Monster! Das passt schon zu mir. Ich denke, das hat er schon gecheckt. Armin, der Brunnenmeister, hat den großen, starken Balak im Team. Ich finde es gerade mega berührend. Ja, wie so ein Wetter für mich extrem herzig. Der ist zum Beispiel mega ruhig. Der hier voll verspielt, der will einfach gerade rumrennen und spielen. Ich finde es so spannend, wie man gerade so die verschiedenen Typen spürt. Charaktere, wie bei uns Menschen auch, so verschieden. Sehr spannend. Jede und jeder wird während der Tour für sein eigenes Gespann mit 5 Hunden verantwortlich sein. Zuerst heißt es Schlitten packen. Mit Essen für sich und die Hunde, dem eigenen Gepäck und dem Campingmaterial. Jeder Schlitten wiegt so bis zu 60 Kilo. Sie bekommen erste Instruktionen auf der Farm. Denn auf der Tour müssen sie die Hunde versorgen, Camps aufbauen und vor allem die Kontrolle über das Gespann nicht verlieren. Wir gehen die Fahrinstruktionen durch. Wenn wir unterwegs sind, gibt es 3 einfache Zeichen. Das hier heißt langsamer. Ihr bleibt mit dem Fuß auf der Bremsplatte. Das heißt Stopp. Steht auf die Metallbremse. Und wenn wir angehalten haben, müsst ihr auf der Bremse bleiben. Wenn die Pause länger ist, dann setzt ihr sogar den Bremsanker. Aber auch der hält nicht sicher. Auch wenn wir anhalten, behält ihn im Auge. Und wenn ihr runterfällt, was passieren könnte? Das passiert immer wieder. Wenn ihr also so runterfällt und hier hängt, lasst nicht los.
Das ist die wichtigste Regel. Lasst den Schlitten nicht los. Wartet, bis die Hunde anhalten. Steht wieder auf die Bremse. Atmet tief ein und fahrt weiter. Putzt eure Kleider ab, dann wird niemand wissen, dass ihr runtergefallen seid. So, wir spannen zuerst die Lieder ein. Und denkt dran, diese kleinen Kreaturen werden die Seile durchbeißen, wenn ihr nicht aufpasst. Also schaut immer wieder, dass die Hunde noch da sind. Irni ist die Schwarze da hinten. Armin, lass die Hunde nicht raus. Zieh ihm das Geschirr im Zwinger an und komm mit einem Hund raus. Öffne nicht die Türe, sonst rennen sie raus. Dräng sie zurück. Was ist los? Jetzt geht's gleich los, Bruce. Ja, ist gut. Ist das gut, guter Bub. Completely. Perfekt so. Okay. Wenn ihr euch ein bisschen kennenlernen, gell? Hey, aber lieb sie. Lieb sie, gell? Lieb sie, sie ist gut. Kaum sind die Hunde eingespannt, wollen sie losrennen. Juho versucht, alles unter Kontrolle zu behalten. Dann endlich. Juho gibt das Zeichen für den Start der Tour. Die Reihenfolge ist klar definiert. Jeder hat seine Position. Doch ausgerechnet Michelle, die früher professionell Bob fuhr, kann ihre Hunde nicht mehr zurückhalten. Hey, löse deine Bremsen nicht zu früh. Kontrollier dein Team. Stell dich auf die Bremse. Dann endlich geht es los. Es ist 12 Uhr. Herrlich ruhig. Schön tabeln. Und es ist eine schnelle Piste, wahnsinnig. Wir sind immer ein bisschen auf der Bremsstoff. Da ist es, das Gefühl von Freiheit. Davon haben sie alle geträumt. Eine Stimmung speziell, mystisch. Die Tage im Dezember sind kurz. Nur 4 Stunden Dämmerlicht. Schon nach 2 Uhr verschwindet das Licht. Noch bevor die Dunkelheit hereinbricht, ein erster Stopp. Essenspause. Auch für die Tiere. Ah, I have a tree. Yes. Wie geht es dir? Gut. 15 Kilometer haben wir schon. Mittagspause. Auf Silvia wird Juho ein Auge werfen. Vor 4 Jahren bekam sie die Diagnose Parkinson. Die Tour stellt für sie eine besondere Herausforderung dar. Traumhaft. Super Start, super schönes Wetter. Es ist einfach geil. Ich habe eine Freude, ich bin happy. Dank Medikamenten führt sie ein weitgehend normales Leben. Ihr Arzt gab grünes Licht für die Tour. Okay, come to this side. Pass auf, dass die Hunde nicht deine Leine durchbeißen. Fantastisch.
kann man gar nicht beschreiben mit Worten. Es ist einfach nur wunderschön. Wirklich. Ich habe es extrem genossen. Es ist wie wenn man über den Schnee fliegt. Und es ist so eine Weite hier in Lappland, die wir ja nicht haben in der Schweiz. Can you help us, please? Kannst du uns bitte helfen, Juho? Das Seil muss einige Male rum, dann der Knoten. Noch klappt nicht alles. Und Geduld ist nicht meine Stärke. Und am Anfang ist es irgendwie so schnell gegangen, dass ich einfach ab und irgendwie. Oh, aber es ist dann auch mit der Zeit besser gegangen. Ja. Und dann habe ich die Kraft. Ich gar nicht gedacht, dass sie so viel Kraft haben. Das ist wahnsinnig. Sei vorsichtig mit den Fingern. Sie lieben diese Würste. Ja, okay. Das ist jetzt fast gemein, hä? So, da. Die Hunde erhalten ein Stück gefrorene Wurst. Viel Arbeit, an die sich das Team noch gewöhnen muss. Ich nehme jetzt wieder mal meine Drogen. Meine Medikamente. Open. So. Ich muss sie regelmässig nehmen, zu festen Zeiten. So spreche ich meinen Dopaminspiegel ein. Und dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Oder ich bin jetzt schon recht langsam. Und das tut eigentlich mein Dopamin, wo man fehlt, der Krankheit. Dann habe ich hier so eine Box. Und ich immer 10 mache pro Tag. Und dann weiss ich immer, wenn ich will, ich muss nehmen. So. Die Hunde wollen weiter. Zurückgelegt haben sie erst den halben Weg. Keine Distanz für sie. Silvia erfüllt sich mit der Tour einen Traum. Wegen der fortschreitenden Krankheit weiß sie nicht, wie lange solche Abenteuer für sie körperlich noch möglich sein werden. Es ist zwar erst 15 Uhr, doch schon stockfinster. Alle ahnen, dass noch einiges auf sie zukommen wird. Armin, der Brunnenmeister, macht den Schluss in der Schlittenkolonne. Seine Hunde sind die kräftigsten, aber auch die wildesten. Nach 3 Stunden Fahrt gegen 17 Uhr das erste Nachtlager, mitten im Wald. Hier sind wir. Campingsite. Hier ist es schön. Sucht euch alle einen Baum. Ja? Bruce. Ja, wir sind jetzt gut, Team. Doch einer fehlt. Armin. Ich glaube, es ist irgendwie ein bisschen Chaos. Es ist irgendein Hundeschlitten ab. Ja, der Armin ist irgendwie. Ich glaube, irgendwie ist er auf den falschen Weg und der ist ab. Zum Glück passierte der Fehler so nah am Etappenziel. So hat Juho Armins Gespann schnell gefunden. Sie sind immer auf die falsche Seite dem Weg. Ich habe ein bisschen Abstand gelassen, dass sie so richtig Power haben. Und dann ist da unten die Abzweige gekommen, die sind rechts gesäckelt. Keine Chance gehabt. Keine Zelle links. Und jetzt bin ich an der Ulf und jetzt haben wir gekehrt oben. Und jetzt sind wir wieder zurück. Nun beginnt die Arbeit im Camp. Immer bevor wir uns schauen, schauen wir den Hund. Das sind gut geordnet. Jetzt geben wir ihnen so halbtronige Wurst. Damit sie schon mal etwas im Bauch haben, bevor dann Zahn wirklich zur Nacht kommt. Gut. Döner. Ja, fein. Balak. Da. Ja. Das schmeckt ne. Jeder Hund sucht sich sein eigenes Plätzchen. Schau. Schau, er ist auch ein bisschen müde da. Sie Lady. Sie hat sich hier selber Heu hergescharrt, hat sich hier eingerugelt, abgelegen. Das ist jetzt ihr Bett und sie hebt sich nicht mehr auf von hier. Also vorher musste sie das Gestell abziehen und sie hat sich so knapp sich ein bisschen bewegt, aber sie geht hier nicht mehr weg. Das ist jetzt ihr Bett. Silvia präpariert den Hunde Hauptgang. Fleischklopfen.
Das macht sich immer mein Freund daheim, weil er muss immer das Fleisch zubereiten. Das Fleisch ist noch gefroren und muss zuerst aufgetaut werden. Juho kontrolliert alles. Sieht schon mal fast essbar aus. Ich finde das ja ein bisschen. Ich brauche ja noch etwas zum Beißen. Die Kiste muss voll Wasser sein. Zuerst kommt das Fleisch rein, etwa zwei Drittel voll. Dann füllt ihr es bis oben mit heißem Wasser auf. Sonst wird das nicht weich. Barbara muss den Ski fahren. Ich bin drinnen, du auch. Gut. Gemütlich daheim. Noch mal eintreten. Was ist das? Hey, da hat einer angefangen. Ich glaube, es geht essen. Ah, Fleisch. Also, ich bin also stolz auf uns. Ich glaube, wir haben es immer gehabt. 5 Minuten? Ja. Vielleicht 10. Okay. Vielleicht 10, aber auch schnell. Nehmen wir 7. Gib das ruhig auch den großen Jungs. Und wenn ihr ihnen das Essen hinstellt, passt auf. Ja, exactly. That's good. So you. Kommt von einer Seite. Perfekt. They know how to do it. Abenteuer Lappland. Es bedeutet nicht nur Romantik, sondern viel Verantwortung. Erst gegen 21 Uhr kann sich auch die Gruppe verpflegen. Ja, ich genieße es. Ich genieße es in voller Ziege. Es ist. Ja, ich habe gehofft, dass es so kommt. Und ich bin überzeugt, es kommt noch viel besser. Das ist jetzt einfach der Start. Muss sich ein bisschen finden. Wir haben das jetzt gemerkt heute. Aber ein paar Sachen haben ja super geklappt. Da haben wir eigentlich im Griff. Und wir wollen uns noch ein bisschen aufteilen und einander ein bisschen mehr helfen bei den Händen. Und dann läuft es. Wir da waren, sind auch nicht richtig gemerkt. Ja. So, irgendwie so die ganze Anspannung und Freude. Ja, es ist irgendwie dann richtig emotional, dass mir auch emotional wurde, auch wirklich auch so, dass alles irgendwie so die Freude, was alles erlebt hast und jetzt bist du da und ja, irgendwo durch schon auch so ein bisschen, was mache ich jetzt? Es ist irgendwie so, was mache ich jetzt mit den Hunden? Was mache ich jetzt mit dem Gepäck und so? Es ist irgendwie schon noch so ein bisschen, irgendwo durch haben wir auch hilflos ein bisschen gefühlt am Anfang, aber ich glaube, das kommt jetzt dann auch wie so den nächsten Tag, dass man dann weiß, was man muss machen, wie man es kann machen, dass man es richtig macht. Ja. Ich bin froh. Kann ich so gut durchhalten. Ich hatte sehr Angst gehabt, dass ich nicht durchhalten mag. Aber es ist gut. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl auch für die nächsten Tage. I was really impressed about the tent. Ich war sehr beeindruckt mit dem Gemeinschaftszelt. Ich habe mein Team gefüttert und dann habe ich gedacht, soll ich hingehen und ihnen sagen, sie sollen das Zelt aufstellen? Aber es war schon da. Das Füttern müssen wir noch ein bisschen verbessern. Da ist noch unsere Schwachstelle. Aber für das Zelt gibt es schon mal 5 Punkte. Es gibt diese heilige Regel, dass man nicht isst, bevor die Hunde Futter haben. Sie haben das nicht gern und werden dich nicht mehr mögen. Es ist morgens um 6:30. Die Nacht war kalt. Guten Morgen. Ist das eine Nacht? Super schlimm. He? Ich muss ein bisschen und Feuer machen für das Hundefutter. Heißes Wasser für Kaffee, Tee, Thermoskanne. Alles. Einfach mal etwas Warmes. Haben Sie gut geschlafen? Die Hunde warten bereits hungrig auf ihr Fressen. Doch die Abenteurer nehmen es gemütlich. Zum Missfallen von Juho. Der Ofen war zwar an, aber das muss schneller gehen. Es sollte immer jemand hier sein und schauen, dass ständig Schnee schmilzt, dass es immer Feuer hat. Es ist der erste Morgen. Darum lasse ich das noch durchgehen. Aber das hier müsste erste Priorität haben. Und ich gebe euch noch einen Tipp. Es ist schön warm hier am Ofen. Kein schlechter Platz, wenn du aus dem kalten Zelt kommst. Vorsichtig, damit ihr nicht die ganze Stunde Arbeit zunichte macht.
Die Hunde kommen zuerst und dann die Teilnehmer. Und jede Minute Verzögerung am Morgen bedeutet weniger Tageslicht während der Tour. Das müsst ihr immer als erstes machen. Das Wasser schmelzen. Erst nachher geht ihr auf Toilette und putzt die Zähne. Der Ofen hier muss immer brennen, denn das Schmelzen geht lange. So, jetzt machen wir noch Kaffee, dass Armin aufwacht. Barbara, die dreifache Mutter, ist es, die heute anpackt. Das habe ich mich mega gefreut. Können die Hunde schauen. Am Abend und am Morgen und immer wieder. Ich glaube, du hast deine Aufgabe schon gefunden. Ja, das mache ich wirklich mega gerne. Vielleicht die Mutter in mir, nicht wahr? Ja. Wenn ich kein Kind habe, um für sie zu sorgen, dann sorge ich für die Hunde. Ich vermisse meine Kinder ein bisschen weniger. Ja. Nur wenig, ja. Die Hunde bekommen rohes Fleisch mit hohem Fettgehalt. Dazu kommen noch getrocknete Proteinstücke. An diese Routine müssen sich alle erst gewöhnen, denn sie haben die Verantwortung für die Tiere. Eigentlich wollte Juho bereits unterwegs sein. Die Hunde sind unruhig. Sie wollen los. Die Hunde sind sehr aufgeladen. Sie wollen rennen. Ich rechne damit, dass irgendetwas passiert. Damit alle für den restlichen Tag noch ein Team haben, bleibe ich hier, um sie allenfalls zu stoppen. Und tatsächlich. Juhos Vorahnung bewahrheitet sich rasch. Zuhinterst bei Armin herrscht Aufregung. Armins Rüden, Ballack und Cooper geraten in einen Kampf. Wir hatten hier gerade einen Kampf. Du musst strenger sein. Kann ich immer dazwischen gehen? Geh nicht mit den Händen rein, wenn sie kämpfen. Aber sag klar Stopp. Du bist der Chef. Es dauert alles so lange. Die Hunde werden nervös. Ich habe eben zu Armin gesagt, dass er sie nicht streiten lassen darf. Du musst streng sein. Wenn du spürst, der Ton wird zu aggressiv, musst du das sofort stoppen. Wenn sie sich für 10 Minuten anbrüllen, kann es ausarten. Hey, jetzt haben die zwei Starre ineinander beim Grind genommen. Und alle sind auf eine Klumpe und ich habe zwischen ihnen nicht gewusst, was machen. Hey, da musst du brutal rein, die haben einander so gebissen. Dann endlich gegen 11 Uhr, 2 Stunden zu spät, geht es los in die 2. Etappe. Muss gehen, lass gehen. Go, go! Ja, die machen wir jetzt schon mit. Hey. Immer tiefer und tiefer in die Wildnis Lapplands. Achtung, Bäume! Die Gruppe ist nach der Aufregung des Morgens endlich unterwegs. Hundeführer Juho hofft, dass sich die Huskies beruhigen, wenn sie endlich laufen können. Und tatsächlich. Friedlich zieht auch das Fünfergespann des Brunnenmeisters Armin durch die Abgeschiedenheit Finnlands. Ihre Schlitten haben die 5 Schweizer schon besser im Griff. Jeder führt Proviant und Gepäck selber mit,
bis zu 60 Kilogramm. Der erste Stopp nach wenigen Kilometern. Hund Cooper hat sich beim Kampf am Morgen verletzt. Sicherheitshalber nimmt ihn Juho aus dem Gespann. Jetzt schauen wir schonen, bis wir den grossen Päuse haben. Und schauen, weil er eine Verletzung am Lauf hat. Ich kann nicht viel sehen. Die Wunde ist nicht groß, nur ein Kratzer. Nur ein Kratzer auf der Haut. Und das an unserem Unabhängigkeitstag. Am 6. Dezember 1917 löste sich Finnland aus der russischen Vorherrschaft. Seither ist dieser Tag der finnische Nationalfeiertag. Juho verabreicht dem verletzten Cooper eine Tablette und gönnt dem Tier eine Verschnaufpause. Ich gebe ihm entzündungshemmende Mittel. Es ist wirklich nur ein kleiner Schnitt. Es sieht nicht schlimm aus. Ich nehme ihn in meine Notfallkiste auf den Schlitten und wir schauen am Abend, was wir machen. Wenn es ihm am Morgen nicht besser geht, muss ihn jemand abholen kommen. Ja, ja, Balak. Du hast Balak. Mit ihm reichen auch 4 Hunde. Mit 39 Kilo ist Balak der größte Hund aus Juhos Rudel. Da geht's zwischen ihm. Siehst du? Hey, so orangig, so. Schön, hä? Das tut richtig gut. Immer weiter. Weg von der Zivilisation. Weg von den Anforderungen des Alltags. Für Silvia bedeutet jeder Tag eine neue Herausforderung mit ihrer Parkinson-Krankheit. Perfekt. Wie geht's dir, Silvia? Gut. Das war wohl der schwierigste Streckenabschnitt der ganzen Woche. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wie ich mein Gewicht einsetzen soll, um richtig zu steuern. Michelle, die Physiotherapeutin, kümmert sich sofort um die Hunde. Der starke Balak und Armin freunden sich langsam an und werden zum Team. Hast du so, man geht's nicht mehr ziehen. Kannst du den Schlitten eigentlich nicht ziehen, wenn sie da draus nimmst. Und wie geht es Cooper im fahrenden Krankenzimmer? Er war einfach zu vorwitzig. Cooper ist ein Punk. Er ist ein 1,5-jähriger Frechdachs. Normalerweise haben andere Hunde Respekt vor Balak. Aber der hier war dumm genug, Balak herauszufordern. Und natürlich hat er verloren. Ist das sein Charakter? Cooper ist noch jung und sucht noch seinen Platz in der Hundehierarchie. Ja, der Luxus hat man nicht viel im Leben. Immer so schöne Tiere. Ich von mir her das Gefühl, ich kann schon recht die Bindung aufbauen. Aber von innen her, gell, ist das. Die ist nicht so stark, ist es auch nicht. Aber sie haben schon Freude, wenn man kommt, wenn man sie wertschätzt. Kann ich. Ja. Ja.
habe gestern mal so den ganzen Tag eine Revue passieren lassen und ich muss sagen, wirklich so ab den ersten 2-3 Kilometer bin ich auch recht emotional geworden. Weil einfach so alles ein bisschen auf mich niedergeprasselt ist. Man fährt einfach plötzlich mit seinem eigenen Schlitten durch einen wunderschönen Wald. Es funktioniert alles. Man hat so eine mega Zufriedenheit. Man ist glücklich. Man ist völlig losgelöst von allem. Also natürlich, die Umgebung gibt noch einiges dazu mit, dass man einfach nicht unbedingt an den Alltag denkt. Und Silvia? Dass ich glücklich bin. Ganz einfach. Einfach einen Moment. Ich bin gerade die Krankheit auch vergessen. Ich habe es fast vergessen. Es ist so, ich spüre nicht viel, einfach wenn ich die Tabletten wieder nehmen muss. Aber ich vergesse es völlig. Es ist nicht mehr im Vordergrund. Es ist irgendwo weit hinten. Das habe ich mir erwünscht. Super. Ich bin extrem glücklich. Ich bin so happy. Ich auch. Ich vergesse meine Parkinson-Erkrankung und das ist so wichtig. Danke. Schon gut. Und ich habe vergessen, dass du diese Erkrankung überhaupt hast. Wir sind diesen steilen Hügel runtergefahren und ich habe gedacht, ist das wirklich Silvia? Ich bin eine Kämpferin. Aufgeben ist keine Option. Dieser Hügel war anspruchsvoller als alles, was noch kommen wird. Es kommen zwar noch größere Anstiege, aber die sind viel einfacher. Aufgeben kommt für mich nicht in Frage. Das ist die richtige Einstellung. Juho hat wohl aus taktischen Gründen etwas untertrieben mit den bevorstehenden Anstrengungen. Vor dem Team liegt ein steiler Anstieg über 200 Meter. Es ist gegen 15 Uhr und dunkle Nacht. Jetzt kommt nochmals ein großer Anstieg, dann eine Abfahrt. Wir fahren hoch, so schnell es geht. Wir stoppen oben nicht und fahren wirklich langsam hinunter. Alle zusammen. Okay. Hey Frauen, haltet die Augen offen. Keep your eyes open, girls. Die Hunde sind stark. Doch bei so einem Anstieg müssen die Teilnehmer mithelfen. Sie dürfen dabei ihren Schlitten auf keinen Fall verlieren. Oh, hopp! Auch Armin bleibt trotz besonders starkem Gespann die Anstrengung nicht erspart. Die ehemalige Profi-Bobfahrerin Michelle ist voll in ihrem Element. Wie früher, am liebsten würde ich gerade noch ein paar Mal da rauf und runter. Es war unglaublich. Wahnsinn. Das Tempo und schön verlagern vom Gewicht rechts, links und säckeln. Super. Ja, das ist noch verrückt, was die Leistung. He? Und danach vor allem da mit 10 Kilo hinten dran. Und sie wollen immer wieder, wenn du wartest, wollen sie wieder. Das ist wilde Scheibe. Jetzt treibeln sie wieder. Achtung! Armin war nicht immer Brunnenmeister. Er hatte 30 Jahre lang ein Sanitärheizungsgeschäft, das er vor 5 Jahren verkauft hat, um seinem Leben eine neue Wende zu geben. Ja, jetzt haben wir wieder drin. Scheiße. Ach. Um 17 Uhr erreichen alle das Nachtlager. Hey. Ohne weitere Zwischenfälle. Hey.
bin ich gerade etwas traurig, dass wir schon da sind. Wir hätten wir auch noch 2-3 Stunden weiterfahren können. So schön gewesen. Tipptopp, voll cool. Ich bin hellauf begeistert. Langsam sitzen die Handgriffe und die Hunde werden sofort versorgt. So, bravo, Mate. Ja, kennt ihr das? Knusch gemacht. Gib die doppelte Menge Wurst. Wirklich? Ja, es war ein langer Tag und es wird eine kalte Nacht werden. Sie brauchen viel Energie. Und dann füttern wir sie nach 1-2 Stunden. Ja, nehme ich wundern, wie viele Kilometer das jetzt heute sind. Barbara ist für das Hundefleisch zuständig. Ich zeige euch, wo es Wasser gibt. Wasserschöpfen geht schneller als Schneeschmelzen. Ja. Es kocht schon. Wir holen jetzt mehr Wasser. Wirklich? Aber der Topf ist heiß. Ja, warte, ich gehe schnell mit. Ich bin da der Orientierungssinn in Person. Juho zeigt Silvia, wo er eine Quelle entdeckt hat. Es gibt hier überall Wasser. Wir müssen nur Klares finden. Es schmeckt gut, solange nicht zu viel Dreck reinkommt. Wir brauchen mehr. Ja, ich habe den großen Behälter auf meinem Schlitten. Einige davon. Es gibt auch eine kleine Quelle. Hier hat es immer Wasser. Wir können sogar unser Trinkwasser von dort nehmen. Dann warten wir. Ja, der Geschmack war gut, nicht erdig. Juho schaut nach dem verletzten Cooper. Ich bin fast sicher, es sah am Anfang viel schlimmer aus, als es war. Es ist nur ein kleiner Schnitt. Die Verletzung geht nicht tief, nicht bis auf die Muskeln oder das Fleisch. Solange wir die Wunde sauber halten, sollte er morgen laufen können. Ich habe ihm keine Schmerzmittel gegeben, weil ich wissen wollte, ob er Schmerzen hat und hinkt. Mit den Medikamenten würde er auf jeden Fall laufen. Willst du was sagen? Dieser Kerl hier ist 11 Jahre alt und schon locker 30.000 Kilometer mit mir gelaufen. Jetzt gibt's eine kleine Massage für den alten Herrn. Gegen den steifen Rücken. Ja, das ist der richtige Ort. Nach Tagen wie diesen freuen sie sich auf die heiße Fleischsuppe. Juho, meinst du, die Hunde kennen uns schon? Ich glaube, die Hunde gewöhnen sich an euch. Es ist schon der zweite Tag. Sie sind immer um dieselbe Person, die ihnen das Fressen gibt. Ha, dann kennen sie mich. Ja, bei ihnen läuft vieles über das Essen. Sie funktionieren relativ einfach. Wer sie füttert, ist für sie quasi Gott. Morgen läuft es gleich wie heute. Wir sollten um 6 aufstehen, denn wir sind etwas langsam. Und wir sollten noch effizienter werden, nicht herumtrödeln. Eine Person kümmert sich um den Kocher für das Hundefutter und bleibt auch dort. Eine macht das Teewasser und geht nicht weg. Ich nenne jetzt keinen Namen. Aber schaut wirklich, dass ihr kontinuierlich neuen Schnee in den Ofen hineinschaufelt. Dass die Flamme immer groß genug bleibt. Und das andere, das hat selbst mich erstaunt. Die Hunde haben eine wahnsinnige Energie. Das ist zwar toll, wenn es ums Rennen geht, aber vor dem Start kann es gefährlich werden. Sie sind so aufgeladen am Morgen. Es geht noch, solange sie an der Nachtleine sind. Aber sobald ihr ihnen das Laufgeschirr anzieht, geht der Energiepegel hoch. Mm-hmm. The energy pumps up here and like we saw this morning.
Ballack war wahrscheinlich noch nie in einen Streit verwickelt. Er hat Cooper hart drangenommen. Ich habe nicht gesehen, wie es angefangen hat. Aber ich bin sicher, Cooper hat ihn provoziert. Und am Schluss musste ich ihn den ganzen Tag auf dem Schlitten hinterherziehen. Passt von jetzt an auf am Morgen. Bellen ist in Ordnung. Wenn sie mit dem Schwanz wedeln und glücklich sind, ist es okay. Aber sobald ihr hört, dass der Ton ändert, wenn sie aggressiv werden und ihre Freunde mustern, was machst denn du? Wenn sie anfangen, einander anzuschreien, unterbindet es sofort. Zeigt ihnen, das ist nicht erlaubt. Denn in einem nächsten Schritt wird jemand verletzt. Und wir sind aufgeschmissen, wenn die Hälfte des Teams bei mir in der Notfallbox landet. Also ich jedenfalls. Sonst habt ihr es gut gemacht. Auch das Fahren. Die Temperatur ist deutlich gefallen. Es sind jetzt eisige minus 20 Grad. Die fünf Abenteurer haben schon wieder verschlafen. Sie sind fast eine Stunde zu spät dran. Es ist schon fast 7 Uhr. Das knistert aber schon mal gut. Dann hast du es schon geschafft. Super. Wir sind ein bisschen hinten nach. Also man kann in der Wildnis gut schlafen. Wir können nicht alle davon reden, dass kein Abteil und nicht am Schluss. Gell? Schluss sollte man nicht. Also ich besitze effektiv keinen Weg raus ins Handy. Wenn das Handy nicht geht, und hell wird es auch nicht. Ja. Sehen wir jetzt den, hä? Ja. Noch lieber. Das ist gut. Holen wir die Zeit rein. Locker. Ja. Wir machen heute keine lange Mittagsrast, denn wir müssen noch im Tageslicht den großen Hügel hochkommen. Wir füllen die Thermosflaschen und essen unterwegs ein Sandwich. Heute steht die Königsetappe an mit dem Alis Tunturi, dem höchsten Punkt der Tour. Einem Hügel mit einem harten Aufstieg auf 200 Meter. Es sieht gut aus. Es ist jetzt etwa 8:30. Sie essen Frühstück. Das Zelt ist leergeräumt. Die Hunde sind früh gefüttert worden, so um 7. Ich bin wirklich erfreut über diese Steigerung. Jetzt muss ich mich mit meinem Zelt beeilen, dass ich nicht die lahme Ente bin. Auch das Anspannen läuft heute schon viel besser. Der hier, das ist der Dicker. He? So. Komm. Hey, Dali! Fertig! 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 So, komm, jetzt nehme ich zwei halt auseinander. Und wie geht es dem Patienten, dem jungen Punk Cooper? How will put him running today? Er kann heute laufen. Ich habe gestern vielleicht etwas übertrieben. About size of this? Der Schnitt war etwa so groß. Jetzt ist die Wunde schon fast geschlossen. Kein Blut, nur eine kleine Verletzung. Aber du nimmst ihn in dein Team. Ja, ich will schauen, ob er beim nächsten Stopp wirklich nicht hinkt. Er liebt es zu rennen, da wird man ihm nichts anmerken. Er wird mir vorspielen, dass alles gut ist. Alles ist heute viel ruhiger als gestern. Eine Ruhe, die auch Barbara spürt, die dreifache Mutter und Psychologin. Ja, du bist ready. Ich bin zuvor gerade in den Sinn gekommen, als ich am Säckchen anlegen war. Ich bin so viel zu unserem Hund am brüllen, wenn ich eine Krise hatte. Die Eltern wieder mal gestritten haben und so. Sonst daheim nicht so ausgelaufen ist, wie ich hätte wollen. Dann habe ich ins Fell hineingebrüllt, bis alles nass war, das weiss ich noch. Alles in den Schwarzhemmen hatte. Ähnliche Grösse wie sie es hatte. Ja, die letzten Jahre sind
waren schon noch tough. Sie konnte auch nie länger weggehen. Mein Mann hatte ein Kavanaum und musste operieren, Hirnstamm und Kleinhirn. Das war schon noch crazy. Für ihn vor allem natürlich, für uns alle auch. Ich war dann mit dem zweiten Kind schwanger. Ich habe schon die Tendenz, obwohl ich weiss, man sollte nicht, aber gleich so ein bisschen Tendenz zu verdrängen. Respektive ich bin sehr optimistisch, manchmal auch ein bisschen idealistisch. Und ich glaube, eben, dass die Trauer und negative Emotionen eben gleich auch mal Platz haben. Für das muss man sich eben Zeit lassen. Das habe ich gestern so gemerkt, als wir unterwegs waren. Und dann schauen, dass es kein Quickel gibt. Gell, ja, du verrübst dich, gell. Und dann geht es los. Auf die 40-Kilometer-Strecke und den Alice Dunturi zum Schluss. Der selbst für erfahrene Mascher eine Herausforderung ist. Inzwischen sind sie am dritten Tag unterwegs, haben bei bis zu minus 20 Grad in der Kälte übernachtet, sind bis zu 14 Stunden auf den Beinen und lassen sich täglich auf Neues und Ungewohntes ein. Hier durch. Langsam runterfahren. Komm, Armin. Juho zieht durch. Er will den angekündigten harten Anstieg mit den Schweizern unbedingt noch bei Tageslicht erreichen. Noch bleiben 2 Stunden. Deshalb gibt es heute nur eine ganz kurze Pause, damit sich die Hunde für die bevorstehenden Anstrengungen stärken können. Wir haben eine rechte Portion heute. Ja, wegen dem See, gell? Jetzt müssen wir den See und dann kann der Hogan drauf. Wir haben gestern gelernt, Armin, dass wenn du das Futter gibst, dass du eine Bindung zu deinen Hunden aufbaust. Darum gebe ich jetzt deinen heute keinen. Ist gut. Du kannst jetzt deinen. Super, danke vielmals. Annie? Weiter? Ja, und Winnie. So ein gut zusammen. Martina, die HR-Managerin, spürt inzwischen die Anstrengung. Ich spüre es immer noch, oder wieder besser gesagt. Aber bis jetzt ist es eigentlich noch relativ gut gegangen. Es war halt immer wieder ein Up und ein Down vom Trail her. Aber jetzt gehen wir ja über einen grossen See. So viele ich sehe, kenne, sind die flach. Und das hätten wir auch während dem Seefahren eigentlich können zu Mittag essen. Ich bin auch gespannt, wie das funktioniert. Und dann geht es buchstäblich um die Wurst. Dann geht es auf den Hügel zu. Die Hunde kennen keine Müdigkeit und wollen weiter. Das ist gut. Cool. Ja, jetzt ist es flach, oder? Über den See. Mhm. Und nachher der letzte Aufstieg, 200 Höhenmeter. Mhm. Aber nicht wie gestern. Ja, wie ja. Dort haben wir es ja fein gemacht. Ja. Und fühlst du ja gut, weißt du, von den Händen? Ja, die Hände schon. Das ist verkrampft. Immer noch verkrampft, okay. Mhm. Und sehr dünn. Ah, das hilft. Aber es ist nur das. Wenn du Bewegungen machst, hilft es. Mhm. Das mache ich auch. Ja. Schau mal. Mich kann ich nicht mehr. Oh, Mann. Christi bringen sie nicht einmal gerade her. Mhm. Das ist noch krass. Mhm. Muss ich jetzt haben. Wärmecreme. So Buckel. Muss immer eben öffnen die Übungen. Darum drehe ich mich immer auch noch, sonst kann ich es gerade eindingseln. Ja, hey, mega Bewunderung, wie du das machst. Mega. Woo!
Damit die Huskies auf dem vereisten See nicht zu schnell werden, müssen die Teilnehmer dauernd auf der Bremse stehen. Nach dem See zieht Juho gleich weiter. Bereits setzt das Dämmerlicht ein. Das Gelände wird immer unebener. Seit 4 Stunden stehen sie jetzt schon auf den Schlitten. Ein körperlicher und koordinativer Kraftakt für alle. Alles in Ordnung. Nichts passiert. Silvia, vergiss nicht zu bremsen. Bist du eingeschlafen? Ich habe schon gebremst. Ich bin auf der Metallplatte gestanden. Ja, aber du bist vielleicht schon etwas schläfrig unterwegs. Die Bremse benutzen, die Bremse. Das war ein Weckruf. Ja, genau. Erst gegen 15 Uhr erreichen sie den Anstieg zum Alistunturi. Fast bei Tageslicht. Fast. Wir sind schon weit. Wie weit noch? Jetzt geht's nur noch hoch und dann sind wir da. Kein flaches Stück mehr von jetzt an. Eine Stunde? Genau. Den 200 Meter steilen Anstieg müssen sie nun im Dunkeln befahren, was die Sache nicht leichter macht. Dieser steile Streckenabschnitt gehört auch zu einem Langstreckenrennen, das Juho und die anderen Schlittenprofis mit ihren Hunden bewältigen. Mega cool. Und das ist so schön, und der Ski rennt man mit. Dann kann man so wieder draufsteigen und slidet mit den Hunden mit. Und die haben Kraft, das ist unwahrscheinlich, dass die verkraftet haben. Die ziehen einem so schnell, ziehen die einem locker rauf. Hätte ich nie gedacht. Krampfis. Ja, die gerne krampfen. Das ist wirklich beeindruckend. Die sehen den Hügel und den siehst du denen die Freude richtig an, dass sie jetzt hier raufkrampfen können und den Schlitten raufziehen. Das ist mega beeindruckend. Alle haben es geschafft. Ja, Marc, ich hatte noch Krise. Aber es war jetzt wirklich nur der letzte Hocker, der so. Wenn noch 2, 3 solche gewesen wären, hätte ich wahrscheinlich
Es hat Strecke gemacht. Ja, jetzt bin ich schon Anschlag. Kannst du noch ein bisschen mehr? Ich habe, trotz Müdigkeit packen sie nun alle an und unterstützen sich gegenseitig. Keine Spur von Chaos mehr. Immer noch nicht gut. Ja, da muss also, wirklich. Sorry. Also, genau. Das ist, ich glaube, oben durch und dann unten durch. Weißt du, wenn sie ziehen, habt ihr ja da, oder? Du, ich würde meinen, wir lassen es mal. Gut. Danke, hey, cool. Zusammen haben wir es irgendwie geschafft. Dann habe einfach Kopf. Und das bekomme ich ziemlich schnell, wenn ich weiss, also wenn ich zu wenig getrunken habe. Normalerweise trinke ich so 2-3 Liter am Tag. Und ich glaube, die Thermosflasche, die wir haben, hat 0,75. Und sie ist noch ein bisschen voll. Also hat noch so etwas drin. Jetzt gibt es noch Mäntel, gell? Haben wir auch noch im Programm. Jetzt vertraue ich ihnen. Es ist der dritte Tag. Und mit nur wenig Ratschlägen funktionieren sie jetzt gut als Team. Kein Grund zur Sorge mehr. Sie haben die Hunde richtig festgemacht, graben Löcher für die Hunde, helfen sich gegenseitig. Jetzt warten wir nur noch, bis das Essen fertig ist. Jetzt würde ich gehen, können wir im VW auch noch heute runter tun. Dann kommt der mir nicht so schnell rein. So. Ah, lasst sie schlafen. Für die alte Hundedame Chess gibt es heute eine willkommene Überraschung. Statt in der Kälte bei minus 20 Grad darf sie im Zelt bei den Teilnehmern übernachten. Martina weiß, wie es geht, gell? So ist dir wohl. Hast du schon bei dir mit so vielen Männern geschlafen? Das ist cool. Hündler, schlafen gut. Bis morgen. Sechs Uhr, Tagwacht. Ja, es ist Schnee, nicht Regen. Ja. Schöner ist am Morgen. Du musst nicht die Haare stellen, sondern leg einfach die Kappe wieder an. Ich bin echt links angekommen. Ja, hä? Ich muss sagen, sie sollen mehr nach rechts, bitte. Ja, gut. Also kannst du nicht haben. Für dich? Ja, also. An diesem Tag liegt die längste Tour vor ihnen. Über 50 Kilometer. Und nach dem steilen Aufstieg von gestern eine schwierige Abfahrt. Weißt du die Jacke wo? Die Abfahrt ist selbst für Juho anspruchsvoll. Er sorgt sich um Silvia. Wie geht es dir? Sei ehrlich. Ich habe besser geschlafen, hatte warm genug. Ich glaube, das schaffe ich heute. Du und die Hunde müssen einfach sicher runterkommen. Kein Grund, etwas zu riskieren. Du sagst es mir einfach. Du bist direkt hinter mir. Sag mir, wenn du eine Pause brauchst. Wir versuchen, den Tag zu genießen und müssen uns nicht beeilen. Let's go. Im Team gibt es eine, die sich auf die lange Abfahrt richtig freut. Die ehemalige Bobfahrerin Michelle. Das ist gut. Mir gefällt das. Schnell, aber gleich sicher. Ich glaube, die Sicherheit der Hunde ist sicher im Vordergrund. Also das ist wichtig, dass da nichts den Hunden passiert. Gell? Ja. 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 Gell? Du hast die ganze Arbeit gemacht, hä? Die ganze Arbeit mit dem Team. Eine Schätzchen aufstehen, komm.
Wir sind bereit. Ja. Martina dagegen hatte gestern Kopfweh. Das ist fies. Ich habe sehr gut geschlafen. Wir haben ja auch noch einen Hund mit ins Zelt genommen. Vielleicht war das der Grund, warum ich so gut und kann auch durchschlafen. Ja, habe die Energie getankt und es geht mir eigentlich gut. Ich bin gespannt, wie es mir dann zu Abend geht. Alle machen sich bereit für die Abfahrt. Barbara stimmt sich auf ihre Art ein. Wenn wir noch mal Jodeln machen, Leute. Ja, du. Nehmen wir rein. Vielleicht machen die Hunde mit. Bis sie alle geschaut haben. Armin sorgt sich um die Pfoten seiner Hunde. Ich habe am Anfang Angst, ganz fest. Und jetzt die ist fest und dann, wenn das Säckchen fliegt, das gleiche weg. Das ist. Du musst einfach schauen, dass alle Grissen ein bisschen breichst. So, Jess, komm. Hey, ich muss dir hier die Finke legen. Und sie ist ein richtiges Weibli. Ich habe nur kein Weibli. Das ist das Beste, was du haben kannst. Dann haben wir das Verwendtierli. Das ist ein rechter Leader. 11-jährig ist sie. Also, die genießt das total. Und jetzt? Ist gut? Ist gut? Ja. Das ist eine kleine Hilfe, dass weder der Gruppe noch den Hunden etwas passiert auf der langen Abfahrt. So. Scheiße. Come on. Come on, guy. So, wenn der Fuß von der Bremse rutscht oder sie sogar runterfallen und die Kontrolle über den Schlitten verlieren, dann wirken diese Ketten unter den Kufen wie eine starke Bremse. Und der Schlitten wird nicht in die Hunde hineinprallen. So spielt es keine Rolle, ob sie runterfallen. Diese Ketten hier braucht's, dass niemandem etwas passiert. The chain system here on. Meter Abfahrt durch Bäume zwischen verschneiten Felsen hindurch. Dieses Mal bei Tageslicht und hohem Tempo. Alles, was sie bis jetzt gelernt haben, ist nun gefordert. Und eine gute Portion Mut.
Das war eine verrückte Abfahrt. Ich hab's geschafft. Der Rest vom Tag fühlt sich jetzt wie ein Spaziergang an. Die Bremsketten halfen. Danke vielmals für deine Tipps mit der Gewichtsverlagerung. Ja, nicht runtergefallen. Das war kein einfacher Hügel. Auch ich spüre ihn. I can feel it. Wenn man will, kann man alles. Und auch mit meiner Krankheit bin ich stolz. Ich habe das. Viele andere können das auch, wenn sie sich trauen. Man muss sich einfach trauen und Mut haben. Mut, das habe ich, glaube ich, jetzt gehabt hier oben. Super war. Also für mich hätte es ruhig nachher schneller können sein, aber es ist wichtig, dass auch die Hunde sicher sind. Weil ich, am Anfang die sind so geladen, die wären davon und wir hätten keine Chance gehabt, um die zu heben. Von dem her, ich finde es super, wir haben extra so Ketten am Schlitten, dass es zusätzlich gebremst hat. So, das ist schon gut. Er hat vorher gesagt, das hat er noch nie gemacht. So. Hat er mir jetzt vorher gesagt und er ist hinterher und hat mich umarmt. Er findet, das zeigt sich nicht so Emotionen, aber er ist recht stolz auf das, was er jetzt da mit uns machen kann. Das ist, weil er findet, bis er findet, so ein bisschen aus sich kommt, braucht es etwas. Das ist ja so. Nein, es war schön wirklich. Hat passt. Ich erinnere mich noch, letztes Jahr beim Rennen Lappland Quest haben sogar die Profis nachher gesagt, dieser Hügel hätte sie geschlaucht. Und die haben jahrelange Erfahrung. 10 Punkte für alle hier. 10 points for everybody. Yes. Ah. Nice. Schön. Genieß den Rest des Tages. Gut gemacht. Die Strecke an diesem Tag ist noch lang. Aber der Stress vom Anfang ist gewichen. Selbst Martina, die HR-Managerin, die sonst gerne alles unter Kontrolle hat, entdeckt neue Seiten an sich. Ich bin gedankenfrei, ich grübele nicht irgendwie an etwas um, was ich sonst eigentlich recht häufig mache. Es ist wirklich ein Moment vom Abschalten. Gerade jetzt sind wir auf einem See. Ich meine schon nur die Vorstellung, dass wir auf einem See fahren, ist irrsinnig schön. Und es ist einfach so eine Weite, wo man sich eigentlich auch sehr, sehr klein fühlt. Und die Natur ist einfach so wunderschön. Und ich glaube, da muss man gar nicht zu fest denken. Einfach nur dankbar sein für das, was man hier erleben kann. Die Route führt wieder über den See, den sie erst gestern überquert haben. Inzwischen sind die Schweizer mit ihren Hunden zu einem Team zusammengewachsen. Nach 2 Stunden Fahrt ein Stoppsignal von Tourguide Juho. Davon hatte er der Gruppe nichts verraten. Wow. Ich passe auf die Hunde auf. Ich mach das schon. Legt mir die Snacks für die Hunde raus. Ich habe keine mehr. Sie hat noch. Wow. Die Leute von der Gemeinde Pasmajärvi haben von unserem Abenteuer erfahren und haben eine kleine Überraschung bereit. Ich schaue zu den Hunden und schicke die Gruppe hinüber zur alten Mühle. Ich habe so eine Ahnung, dass sie da etwas Feines erwartet. Ich habe ein Gefühl, dass es etwas richtig tasty wird, wenn sie es bekommen.
Pasmajärvi ist eine kleine Gemeinde mitten in den Wäldern Lapplands mit 31 Einwohnern, verteilt auf 8,3 Quadratkilometer am gleichnamigen See. Umso größer der Stolz darüber, den Schweizern ihre Sehenswürdigkeit, die alte Mühle, zu zeigen, wo sie Essen und Musik vorbereitet haben. So herzig! Mega! Nein, so schön! Wir haben nur etwas Kleines für euch, nur etwas Symbolisches. Danke vielmals. Barbara bittet Armin zum Tanz. Auf den Schnorren, sonst. Danke vielmals. So schön. Mit denen. Ja, ja, kommt vom Fleck. Fleck. Die Leute aus Pasmajärvi haben stundenlang lokalen Lachs geräuchert. Die Gruppe erlebt die traditionelle finnische Gastfreundschaft. Okay. Wow. Ah. Oh, wow, okay. Schwarz, ja. Alles nass ist. Ja, leg's nur an, es macht nichts. Ist okay, wenn wir put in der. In so einem Hütchen werde ich eigentlich 2 Monate leben. Weißt du, so 2 Monate da außen. Das ist. Ja. Nacheinander. Michel, du wärst die Erste. Wow. Ich bin das Größte. Reich beschenkt, genau. Hey. Wow. Hey, zum Wohl. Oh. Der Nadel ist auch eins. Hey, so ist ein Bier. Ich komme nicht Bier. Oh, wow. Hey, Bier ist ein Smoking. Echt, ist euer Sinn. Es ist unglaublich, der Geschmack. Ja? Familie vermisst man. Aber nicht stark. Also jetzt hast du gar nie eine grosse Zeit gehabt als Zeug. Ja, das stimmt. Also ich muss ehrlich sein, das habe ich jetzt für mich genießt. Und man denkt ab und zu am Abend schnell dran. Und das wissen sie auch. Das wissen sie. Also meine Frau weiss es ganz genau, dass ich das genieße. Und das ist nicht das Entscheidende, ob es jetzt etwas gehört oder nicht. Das ist sicher so. Aber sie haben Freude, wenn es etwas gehört. Das ist klar. Man kann aber, wir haben jetzt Nattel nicht. Und also aufs Bett freue ich mich schon. Mhm. So, also es sind einfach die Schneehügel mit der Zeit, wenn die irgendwie, weißt, so grad an einem blöden Ort bei den Hüften oder am Rücken drücken und dann gefroren ist. Aber das ist mir einfach so der Komfort, wo ich mich aufs Bett freue. Mhm. Aber sonst vermisse ich eigentlich nichts. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es ein bisschen komfortables Witzen gäbe. einfach schon nur eine Holzinstruktion, dass man nicht Muskeln muss so anspannen, also die Oberschenkel, dass wenn man nicht mehr entspannen. Genau, dass wenn man einfach muskulär nicht mehr kann, dass man einfach umplumpst, und dann hat man nämlich ein Problem. Auf Wiedersehen, wir müssen weiter. Danke schön. Ciao, Hitos. Vielen Dank. Das war für uns eine sehr schöne Überraschung. Thank you. So kind. Thank you. 2 Uhr nachmittags. Noch liegen über 30 Kilometer in der Dunkelheit vor ihnen. Die Temperaturen liegen bei minus 15 Grad. Mit über 15 Kilometern pro Stunde ziehen die Hunde die Gruppe durch den Wald. Für sie gibt es kein Halten mehr. Dann ein Schreckensmoment. Du mal auf! Nein! Satan! Nein! 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 Beim Überqueren einer Straße werden die Hunde in der Dunkelheit fast von einem Bagger überrollt. Alles ist noch einmal gut gegangen.
Und Armin bekommt an diesem Tag noch einmal die geballte Kraft seines Hundegespanns zu spüren. Armin müsste Schlitten ab. Jetzt habe ich die Hunde haben und jetzt setzt er wieder gehen. Hier ist die Lampe, die der geht. In dem Moment, ich mache so. Okay. The other way. Umgekehrt. Okay, it's better. Sieht besser aus. It's much better. So. Jetzt haben wir den verrücktesten Hügel vor uns. Vorher war auch ein Anstieg, bei dem ich für ein paar Minuten festsaß und den Schlitten rausziehen musste. Aber dieser Hügel ist wirklich steil. Wir machen oben sicher eine Pause, dann kommen wieder die Ketten ran zum Bremsen und wir fahren runter zur Hütte. Seit über 6 Stunden unterwegs. Vor ihnen liegt der letzte große Aufstieg der Tour. Noch eine Abfahrt. Ich wünsche mir, dass dieser Traum nie aufhört. Ich finde es okay, dass das der letzte Anstieg war. Ja, das verstehe ich. Aber mir gefällt einfach alles. Nein, kaputt bin ich wirklich gar nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht, als wir schon oben waren. Es ist so schön. Es ist einfach so schön. Ich geniesse es, einfach die Zeit zu haben. Zeit zum Träumen und Lebensvision konstruieren. Ich habe wirklich alle Aufgaben vergessen in dieser Zeit. Das ist crazy. Ja, das gibt es wirklich fast nicht. Das ist wirklich krass. Weißt, wenn ich so überlege, wenn ich heimkomme, was alles kommt, denke ich, ah ja. Aber jetzt in diesen Tagen, ich kann sozusagen nie an das gedacht. Wirklich nie. Das habe ich, glaube ich, fast nie erlebt, so krass. So wie ein Schnitt. Jetzt bin ich hier in dieser Welt und ey, es könnte mir nichts Besseres passieren. Das ist etwas vom Besten, was ich gemacht habe bis jetzt in meinem Leben. Wirklich. Ich werde ganz bestimmt sehr oft an diese Momente oder an diese Tage zurückdenken. Und auch also versuchen, die Qualität mitzunehmen von dieser Ruhe, von dieser Stille, von meinem Moment sein. Ich wünsche mir das so für mich, dass ich probiere mitzunehmen, dass wir in meinem Alltag, dass ich den Moment geniesse und im Jetzt bin und nicht schon wieder versuche, an die 1000 Sachen im Voraus und Termine zu denken. Und auch die Freude, irgendwie wie auch die Freude, wie die Hunde haben, wenn sie rennen, wenn sie säckeln, so, das ist für die alles. Und die sind so im Moment, die säckeln und geben alles. Und nachher sind sie zufrieden. Gell? Die Tage alleine mit den Hunden in der Wildnis Lapplands neigen sich langsam dem Ende zu. Gegen 19 Uhr erreichen sie ihren letzten Rastplatz am See. Ah, stopp! Stopp! Oh. Da!
Alle haben es durchgestanden. Die Hunde und die Abenteuerinnen. Das hat sie schon ziemlich herausgefordert. Das war sicher am Limit. Und selbst für mich nicht einfach. Sie mussten bestimmt aus ihrer Komfortzone raus. Ja, ich glaube, das hat gestimmt. Entschuldigung, jetzt muss ich denen mal schnell wechseln, Schätzeli. Das hat super geklappt, gell? Jetzt bin ich extrem zufrieden, so eine ganz tiefe Zufriedenheit. Ich glaube, ich habe etwas gelernt vorne, dass man einfach muss gegenseitig das vollste Vertrauen haben. Egal, ob Mensch, Tier, Tier, Mensch, Mensch, Mensch. In jeder Beziehung. Es ist eine Beziehung, die du hast mit diesen Hunden. Und es ist das Vertrauen. Also ich bewundere die, aus was sie ihre Energie wirklich nehmen. Und eben ihre Faszination, die sind so begeistert. Dann ist es egal, wie schwer du bist, dann ist es egal, wie viel Gepäck du dabei hast. Die machen einfach. Die gehen einfach straight away voraus. Genial. Ich habe mich definitiv verliebt, das kann man wirklich so sagen. Und ich will gar nicht am Mond denken, weil ich habe heute während dem Fahren kurz einen Gedanken gehabt und er war nicht so schön, emotional, wenn ich ehrlich bin. Es ist eigentlich wahnsinnig, innerhalb von 4 Tagen so eine Verbindung zu erleben. So eine Liebe zu bekommen und dann können zu geben. Letztes Mal aufstehen. Ein letztes Mal einspannen der Hunde, die ihnen ans Herz gewachsen sind und ihnen das unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben. Juho hat Vertrauen in junge Hunde gesetzt, etwa in die einjährige Mayday und andere, von denen er nicht wusste, wie sie das Abenteuer meistern. Sie haben sich viel besser gehalten, als ich erwartete. Gestern war verrückt, aber sie haben durchgehalten. Oft können Hunde einen Tag lang eine harte Strecke rennen. Du siehst erst am nächsten Tag, ob du übertrieben hast, ob es zu schnell oder zu weit war. Mayday hat alles gefressen, am Morgen und am Abend. Jetzt sieht sie aus, als hätte sie gar nichts gemacht. Das war die richtige Entscheidung und auch das richtige Tempo. Ich war überrascht, dass ich sie nicht in die Kiste nehmen musste. Das waren mehr als 50 Kilometer heute und einige harte Aufstiege. Es freut mich wirklich, dass meine Hunde immer noch so gut drauf sind. Wärmen wir die Girls etwas auf? Das ist die richtige Einstellung. Was bedeuten dir deine Hunde? Das werde ich viel gefragt und die Antwort ist immer noch nicht einfach. Es ist ein Mix zwischen einem Haustier und einem Sportkollegen, wie in einem Sportteam. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin der Coach, sie die Athleten oder die Kollegen. Aber im Nachtlager sind sie dann eher wie Tiere, für die ich sorge.
Es kommt drauf an. Aber ich würde sie trotzdem nicht einfach als Haustiere bezeichnen. Mit denen macht man nicht so was Verrücktes. Man wirft ihnen auf dem Sofa einen Ball zu. Ich glaube, eigentlich sind sie Teamkollegen. Du schaffst es durch keinen Sturm ohne sie oder kommst diese Hügel nicht hoch. Aber sie brauchen dich auch für das Essen und dass du für sie sorgst. Ready? Jetzt könnt ihr euch etwas entspannen. Es ist schon heute Morgen schon. Ich bin schon gerade ein bisschen das Herz zusammengezogen und ich hatte den Gedanken, dass man denen muss Tschüss sagen wieder. Das ist schon ziemlich. Gott, der Winger schon noch nicht. Gell? So schöne, schöne Tiere. Für eine kurze Zeit aus den Verpflichtungen des Alltags ausbrechen. Fünf Menschen, die sich nicht gekannt haben, sind zu einem Team geworden. Sie mussten lernen. Sie mussten sich überwinden. Sie mussten kämpfen. Und sie haben alle etwas gewonnen. Zeit. Zeit, wieder einmal zu spüren, wer sie sind und was sie wollen. In der Weite und der Ruhe Lapplands. So endet dieses Abenteuer dort, wo es vor 5 Tagen begonnen hat, auf der Ranch von Juho. Fünf Menschen, die ihrem Leben ein neues Kapitel hinzugefügt haben. Und Fremde zu Freunden gemacht hat. Hey, interesting. Stop him and tell me.
manchmal ist es an der Zeit, das zu tun, wovon man immer geträumt hat. Präsentiert von Contiki Reisen, einem Spezialist für Erlebnisse im Norden. Contiki.ch